Was ich auf jeden Fall vermissen werde, das Lachen von Herr Welker. Das hört man schon den Flur auf. Das Lehrreiche von Herr Greif, weil Herr Greif war ein Mensch, der hat im Unterricht auch, er wusste, was Unterricht ist, er hat Unterricht gemacht, aber man hat auch noch was Wichtiges fürs Leben gelernt und nicht nur, ja, das euer Material, arbeitet das. Also mein Lieblingslehrer ist Frau Bottelberger. Ich dachte eigentlich, dass ich den Abschluss nicht schaffen kann, weil ich den ersten Halbjahr so ein bisschen schlecht war. Aber sie hatte mir immer geholfen, immer gesagt, du schaffst das, du kannst das. Also mein Lieblingslehrer war eigentlich schon immer der Herr Becker. Der hat mir auch immer geholfen, der hat viel, immer öfters erklärt, auch wenn man was nicht verstanden hat. Ja, bei mir ist es so auch der Herr Becker und auch ein bisschen der Herr Greif. Mein Lieblingslehrer ist der Herr Becker. Der ist zwar sehr hart, aber der greift halt durch und der versucht, die Schüler halt durchzuschieben, so gut wie es geht. Ich werde am meisten Herr Becker vermissen, weil er auch immer ein offenes Ohr für einen hat und er auch sehr witzige Sprüche drauf hat. Ich werde am meisten Herr Becker vermissen, weil er immer für uns da war. Bei mir Herr Greif, also wo er sich, der setzt sich halt viel ein mit, also der macht nicht so lernen, 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 der ab so der 9. redet auch über Berufe mal so, welche Richtung man hingehen will. Ich werde Frau Bottelberger vermissen und Herr Eimers. Also ich werde die Frau Stoll ganz, ganz stark vermissen, die Frau Krieger, die Frau Müller, Herr Becker, weil der mir ganz viel geholfen hat. Heute, dass diejenigen, die in eine Ausbildung gehen, das auch durchziehe und dranbleibe, dass die, die in die 10. Klasse gehen, das schaffe und diejenigen, die in die FOS gehen, in 2 Jahren hier nochmal auf der Abschlussfeier sind. Ich wünsche allen Schülern und Schülerinnen der 10. Klasse natürlich niemals aufgeben, auch wenn es mal nach unten geht, geht es auch wieder hoch. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern Kraft, Zuversicht. Jo, auch mal Durchhaltevermögen für die Dinge, die da jetzt anstehen. Das brauchen, glaube ich, einige. Ich wünsche natürlich allen Schülerinnen und Schülern Glück. Und was mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass jeder den Plan, den er sich jetzt gemacht hat, auch umsetzt. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich würde den Abschlussklassen gern Folgendes mitgeben. Arbeitet an euch. Das Leben verläuft nie so, wie man es sich vorstellt. Es wird immer wieder Herausforderungen geben. Glaubt an euch, egal was die anderen sagen. Und alles wird gut. Viel Erfolg. Mein schönster Moment war einfach, dass ich immer wieder die Leute nach den Ferien auch gesehen habe, meine Freunde und so weiter. Und wir haben viel Spaß gehabt, viel gemacht, viel gemeinsam hier gemacht. Also das Schlimmste, was jetzt für die Lehrer sehr schlimm war, dass wir ganz auf einem Rauchen erwischt wurden. Wo wir Tesafilm an die Tür geklebt haben für Frau Weber. Als wir in der Klasse, wir waren in der Klasse und keiner hatte halt so Lust auf den Lehrer. So, dass wir das einfach so gemacht haben, dass weil der Lehrer neu war und er wusste ja nicht, wo wir waren, natürlich. Und unsere Tür war die ganze Zeit auf. Und dann haben wir gedacht, ja komm, wir machen einfach die Tür zu, fällt er nicht auf und dann hatten wir halt frei. Also da kam kein Lehrer mehr, weil der halt nicht wusste, wo wir waren. Das ist das Mildeste, was ich euch erzählen kann. Die lustigste Zeit war dieses Jahr. Also ich sag nur, einer unserer lustigsten Momente von uns beiden, Herr Höh. 2. Stunde morgens, er macht Cowboy-Musik an und das war's dann. Das ja, war und dann kamen wir erstmal zu spät in Unterricht und waren ein bisschen, ja, bisschen neben der Spur und wussten nicht, warum jetzt hier Country-Musik läuft. Und ja, dann haben wir erstmal gewartet, bis eine Auflösung kommt, ob da irgendwas nicht stimmt. Aber ja, dann war die Musik aus und der Unterricht ging los. Und ich weiß bis heute nicht, was da abging. Ja. Aber es ist einfach passiert. Das ist einfach passiert. I'm not afraid to die.
Dass ich halt ganz, ganz, ganz viele neue Freunde und Menschen kennengelernt habe hier auf der Schule. Ja, die eigentlich immer ein offenes Ohr für einen hatten, wenn irgendwas war. In der Schulzeit fand ich gut einfach, dass man trotz jetzt Corona so einige Freiheiten hatte und man trotzdem etwas unternehmen konnte, auch wenn es schwierig war. Halt, das Wandern war halt zwar nicht immer so toll, aber man hatte halt trotzdem so einen kleinen Spielraum. Ich werde an dieser Schule hier die Menschen vermissen. Ich habe hier so viele Freunde auf der Schule gefunden. Es ändert sich ein ganzes Stück vom Leben und alles geht in eine andere Richtung. Und in der Schulzeit, man musste halt eigentlich nie was machen. Man muss einfach nur morgens aufstehen und mittags wieder heimfahren. Schule macht irgendwie momentan mehr Spaß als normal und die Vorfreude ist auf das Ende sehr groß. Ist groß, aber trotzdem auch ein bisschen traurig, weil es irgendwie zu schnell kommt. Weil ja, es ist halt, man kommt nicht mehr zurück, es geht jetzt einfach nur noch weiter. Ja, weil es waren ja auch schöne, viele lustige Erinnerungen hier in der Schule. Auf jeden Fall. Man hat vieles gelernt, vieles erlebt. Ja, schon viel auch viel Mist gemacht. Ja, auf jeden aber Fall. Aber hat sich auf jeden Fall die Zeit hier gelohnt. Ja. Ich fühle mich eigentlich perfekt. Ich will die Schule nicht verlassen, aber ich weiß eigentlich nicht, wie ich auf den Abschluss komme, weil ich werde so viel wann bestimmt. Ich werde alle so vermissen. So this is 27. It doesn't matter what I've been through. I should grow up too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. I won't be surprised if I'm the last one now. But I had you where I wanted you. Never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you. Never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip so much. Somehow.